Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Immer wieder Montags mit Verena Grasmüller von Stampin' Kreativ. Ja, ich habe euch heute was Neues mitgebracht und zwar möchte ich mit euch heute über die neue Produktgruppe mit Stil und Klasse sprechen und auch was machen natürlich. Ich zeige es euch mal im Mini-Katalog. Das ist hier die Produktgruppe. Ihr seht schon, da steht im Vordergrund natürlich diese kleine Mini-Handtasche und auch ganz tolle Produkte dazu. Das Designerpapier gefällt mir am besten und ich werde euch heute nicht nur diese zwei verschiedenen Taschen zeigen, die man machen kann, sondern auch was über die Produkte zeigen. Genau, so. Genau, also Seite 54, 55. Das ist einmal hier das Stempelset. Wahre Klasse. Und wenn wir das aufmachen, sieht man hier schon, hier habe ich die Stanzformen hinzugefügt. Das ist einmal die Taschenform. Und dann hier ist so eine kleine Vordertasche zu der Tasche. Dann die zwei Klammern, also zum quasi Verstellen der Träger. Knöpfe, die finde ich auch total toll. Dann der Schuh, den wir hier sehen. Der ist ausstanzbar. Dann die zwei, das sind einmal die Röschen. Und dann auf der nächsten Seite haben wir noch hier, das ist der Träger. Das ist die Lasche, eventuell für den Rucksack. Oder was auch noch ganz toll ist, ihr könnt auch hier mit diesem Banner quasi ein paar Sprüche hier ausstanzen. Der passt. Der passt, das Leben ist zu kurz, gönn dir was. Das Leben ist zu kurz, gönn dir was. Ich finde den Spruch jetzt ein bisschen komisch, aber gut, also den kann man auch damit ausstanzen. Oder hier alles Liebe zum Muttertag. Geht auch. Dann haben wir hier den Lippenstift, den kann man ausstanzen. Und das Parfümfläschchen. Also eigentlich alles, was ihr hier sehen könnt. Man kann auch wunderschöne Karten damit machen. Also das Stempelset ist echt sehr vielseitig einsetzbar. Genauso wie das Designerpapier. Ihr könnt zum einen, ihr seht ja schon, ich habe hier schon Lippenstift ausgeschnitten und also wirklich tolle Motive, auch tolle Blüten sind dabei. Und was ich schade finde, ist, dass ihr für diese Tasche zwei Designerpapiere benötigt. Wenn sie das Designerpapier toll findet und das nicht für eure Tasche verwenden wollt, dann schlage ich euch vor, die Tasche aus anderem Designerpapier zu fertigen, aus großem Designerpapier. Genau, und das wirklich für Karten herzunehmen. Weil man kann super schöne Karten damit machen und das Designerpapier ist wirklich Bombe dafür. Also wirklich, das eignet sich total gut, weil das auch super zu der Reihe einfach passt. Genau, aber ihr könnt es natürlich auch für die Karte, für die Tasche verwenden. Gar kein Problem. Es ist auch ein bisschen dicker. Also normales dickes Designerpapier. Es gibt es auch dünner und noch dicker. Aber für die Tasche ist es wirklich gut dafür auch geeignet. Genau. Wie schon gesagt, wir machen heute die Tasche bzw. auch den Rucksack. Ich habe mir dazu schon ein bisschen was hergerichtet, ausgestanzt und zwar möchte ich mit euch eine Verpackung machen für einen Lippenstift. Das ist der Lippenstift. Den habe ich ein bisschen abgeändert und zwar hat der vom Geschäft heraus so ausgesehen. Das habe ich abgeschnitten und wie ihr seht, habe ich die Ecken abgerundet und so kann man diese Verpackung wunderbar hernehmen und muss den nicht auspacken. Weil ich finde es immer wichtig bei Kosmetikartikeln, wenn man die verschenkt, dass das auch noch verpackt ist. Und so passt der wunderbar in so eine Tasche. Dann zu dieser Tasche. Das war ein Auftrag von einer Bekannten. Die wollte einen Namen, die wollte die, ja, das Geburts, die, ja, wie alt die halt wird. 40 wollte sie auch dabei haben und eine Verpackung für ein Geldgeschenk. Quasi genau. Und
da ich nicht weiß, ob sie das Geld nur so reinlegt oder in der Geldbörse, habe ich hier, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, noch zwei, also einen Klettverschluss noch reingemacht. Und wenn sie die Tasche jetzt schließen will, dann kann sie das auch gerne tun. Das ist so ein Täschchen. Genau, kann man auch wieder hier ganz leicht öffnen. Dieser Spruch stammt aus dem Set Geburtstagsmix. Den findet ihr im Jahreskatalog auf der Seite 66. Und die Schrift hier für den Namen habe ich mir aus der Kreativwerkstatt geliehen, auf der Seite 158, genau. Diesen Lippenstift hier, den habe ich nicht ausgeschnitten, den habe ich koloriert und das möchte ich euch später noch zeigen. Genau. Was ich auch noch haben wollte, ist für eine andere Freundin von ihr, für eine Regina zum 50. Geburtstag. Und hier habe ich das Parfüm auch koloriert, aber ich finde es schöner, wenn sie das, wenn es kleiner ist. Genau. Und dadurch ist das Designerpapier auch wieder gut, denn hier gibt es zum Beispiel also verschiedene Schuhe, die ihr ausschneiden könnt. Gut, Schuhe passen jetzt nicht so in die Tasche, aber für Karten ist das ganz toll. Und jetzt habe ich es gerade gesehen, hier sind auch so kleine Parfüms, die könnt ihr auch super dann hier reinstecken. Ihr braucht nicht das große nehmen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen jetzt sowas gleich mal zusammen. Wie gesagt, ich habe mir schon zweierlei Sachen zurechtgeschnitten. Also für die Verpackung benötigt ihr zweimal diese Form. Dann ein bisschen Deko. Einmal die Lasche oder auch nicht. Das kommt jetzt auch drauf an, was ihr machen wollt. Dann zweimal Henkel. Und vier solche Clips. Genau, diesen Knopf, den könnt ihr hier ganz gut auch als kleines Accessoire verwenden. Genau, das hat Stampin' Up! Auch im Katalog gemacht. Was ich auch schön finde, ist, wenn ihr die Knöpfe anstatt dieser Clips vielleicht hernehmen könnt oder wollt. Beispiel, das werde ich euch, nein, das zeige ich euch später. Genau, so. Dann fangen wir auch gleich an. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie diese Tasche, das Grundmodell der Tasche besteht. Also ob Rucksack oder Tasche, ganz egal. Es ist immer dasselbe Prinzip. Genau. So. Und zwar, ich stanze ja sehr viel mit der Präzisionsplatte aus, weil dadurch einfach der Schnitt ein bisschen schöner wird. Wenn ich Verpackungen mache, dann nehme ich nie die Präzisionsplatte, weil dadurch die Falzen weiter reingehen und dadurch könnte es sein, dass mir das Designerpapier reißt. Also nehmt bitte für diese Verpackung entweder eure Magnetplatte oder die Grundplatte, also irgendeine andere Platte, aber nicht die Präzisionsplatte. So, genau. Hier unten ist der Boden, plus die kleine Lasche für den Boden. Die könnt ihr einmal reinknicken. Dann hier ist unsere Klebelasche, dieses dünne Teil hier. Und beim Abknicken bitte aufpassen, dass ihr nicht die gestrichelte Linie knickt, sondern die ganz durchgezogene Linie. Manchmal will die gestrichelte Linie gleich mit abgeknickt werden, aber wir nehmen hier auch bei der großen Fläche nicht die gestrichelte, sondern die in der Mitte liegende durchgezogene Linie. Genau, und wundert euch nicht, bei mir geht es hier oben auch so ein bisschen rausstehend. Genau, das war es eigentlich schon. Also die drei sind essentiell. So. Zum Knicken. Ich gehe dann immer ganz sanft mit meinem Falzbein noch drüber. So, das machen wir jetzt bei dem auch. Hier unsere Klebelasche. Also vier Seiten sind es zum Knicken. Und hier die große Form. Da will immer ganz
gerne gestrichelte Linie eingeknickt werden, aber wir nehmen die in der Mitte. Hier ist eine gestrichelte Linie, hier und in der Mitte ist die durchgezogene und die falzen wir uns ein. So, und dann kleben wir das Ganze. Ich nehme immer den Tombow, weil mit dem Klebeband könnt ihr es auch machen, aber ich finde es, da klebt es einfach nicht so gut. So. Und wir kleben uns die jetzt so zusammen, dass hier diese beiden Aussparungen auf derselben Seite sind, beziehungsweise der Boden, alles auf der anderen Seite. Manche Verpackungen müssen ja genau andersrum so geklebt werden, aber wir kleben die alles in dieselbe Richtung schauen. So, und jetzt hat das Ende ist genau das Ende von dieser Verpackung. Hier seht ihr auch, wenn ihr hier rüber schaut, das ist auch hier ganz oben. Und so kleben wir uns das hier drauf auch ganz nach oben. Unten auch ganz an die Falz schön ran. Könnt ihr mal abknicken, also drüber darf es nicht gehen. Es muss schon ziemlich an dieser Falz hier liegen, dass es eine schöne Linie wird. Genau, so. Jetzt merke ich ein bisschen, dass es ein bisschen klebt. Und ihr kriegt im Internet, kriegt ihr so einen Kleberadierer. Und wenn ihr merkt, oh, das klebt schon so ein bisschen, dann am besten gleich mit dem drüber gehen. Aber jetzt kriegt ihr es noch ab. Wenn die Packung mal fertig ist, dann wird es schwieriger. Der ist wirklich gut. Hat es mal bei Stampin' Up gegeben. Gibt es leider nicht mehr. So. Gut. Und jetzt kommt hier noch Kleber drauf auf die andere Falz. Ich klebe immer ganz gern lieber mit dem Kleber, der schon ein bisschen leerer ist. Weil dann klebt es natürlich besser. Also kommt nicht so viel raus. Dann hat man ein bisschen mehrer. Die Kontrolle. So, leider, manchmal kann man eine Schachtel hinlegen, drüber legen und schon ist er fertig. Klappt hier nicht. Also ihr müsst es in der Luft machen. Ich schaue wieder hier, Abschluss, genau mit meinem oberen Teil, dass das eine Linie ergibt hier oben. So, und dann hier unten mit der anderen Hand schauen, dass das genau passt und nicht drüber steht. Drüber stehen ist blöd, schaut nicht gut aus. So, denke ich, passt es ganz gut. Das Muster ist echt schön. So, genau. Dann stelle ich sie auf den Kopf und dann kommt der Boden dran. Kannst die zwei Teile jetzt ein bisschen nach außen knicken. So, dann tue ich hier Kleber drauf. So, dann kleben wir meinen so schön gerade. Kleben das Unterteil hier drauf. So. Und schau hier, dass hier so ein Millimeter Abstand ist und hier auch, dass der Abstand gleich ist. Und dann tue ich auf das Teil, was ich runtergeknippt habe, ein bisschen Kleber hier drauf. Bis so halb nach oben. Und dann, was ich drüber klebe, auf der äußeren Seite. Dann habe ich nämlich alles abgedeckt. So, und dann mache ich den Deckel zu. So,
Und dann kannst du mit dem Falzband nochmal hier so reingehen. So, das ist eigentlich der ganze Spuk. Die ganze Verpackung ist eigentlich jetzt schon fast fertig. So, wir machen jetzt noch eine und dann zeige ich euch den Unterschied. Ich habe mir für die andere, ein anderes Designerpapier zurechtgelegt. Dieses hier, und das machen wir jetzt genauso. So, jetzt sind unsere Taschen fertig. Und diese will ich jetzt zur Handtasche, weil dann kommt später mein Geschenk hin. Mein Lippenstift kommt da rein. So. Und ich falze jetzt hier, also auf beiden Seiten, seht ihr hier unten ein Dreieck. Und dann seht ihr hier wieder unsere zwei gestrichelten Linien in der Mitte. Und in der Mitte ist wieder eine Falz. Genau. Und jetzt ist die Frage, wie ihr das haben wollt. Weil wenn ihr jetzt hier diese Falz nach außen falzt, habt ihr eure Handtasche. Ja, jetzt hat sie wieder... Ich will die Falz falzen. Gestrichelten Linien sind echt hartnäckig, was das angeht. So. Also, ja, nach außen, also nach hier, nach außen ist meine Tasche. Und wenn sie die beiden Falzlinien jetzt nach innen falzt, dann habt ihr euren Rucksack. Und das ist der ganze Trick dabei. Genau. So. Ihr könnt auch, wenn ihr das Designerpapier nicht haben wollt, und ihr nehmt lieber Farbkarton, finde ich jetzt schwieriger, weil Farbkarton ist ja dicker und dadurch beim Falzen oder beim Zusammenkleben tut es euch ein bisschen schwerer. Aber es funktioniert, und zwar habe ich hier auch eine Tasche gemacht. Und zwar ist das Minzmakrone, und ich habe das vorher als erst natürlich die Tasche ausgestanzt und dann diese ausgestanzte Tasche nochmal durch die Big Shot mit einer Prägefolie. Geht natürlich auch. Genau. Und dann könnt ihr auch eure Henkel dran tun, Rucksack oder Tasche. Ist dabei ganz egal. Wollte ich euch nur zeigen, also es geht natürlich auch. So. Genau, dann habe ich hier meine zwei Sachen. Zeige ich euch also erstmal die Tasche. Ihr braucht, also wenn ihr haben wollt, müsst ihr nicht, geht auch ohne, so ein kleines Täschchen hier vorne. Dann habe ich mir aus dem Designerpapier zwei Lippenstifte ausgeschnitten, denn ich will ja ein Lippenstift hier rein verschenken. Dann dachte ich mir, so zu Deko passen die zwei ganz gut. Dann zweimal Henkel und dann viermal diese Bügel hier. Und die Bügel habe ich mit Folie ausgestanzt, in dem Fall mit Goldfolie, weil ich finde, das sieht ein bisschen edelner aus. Genau, ihr könnt auch in dem Fall entweder dieses Kussrot verwenden, wenn es jetzt nicht so Folien zu Hause habt oder nicht so drauf steht, dann geht natürlich auch ein anderer Farbkarton, ist ganz klar. So, genau. Dann ziehe ich mir die beiden Henkel übers Falzband, aber davor klebe ich die noch gleich mal hier fest. Und zwar könnt ihr das so machen. Oder, also so gehört es normal, dass natürlich hier dieser Verstellrahmen, der dünne Rahmen unten ist. So, genau. Und das möchte ich mir jetzt festkleben. Und zwar damit, wo ich die ausgestanzt habe, ist ja dann so ein Karton übrig. Und ich nehme mir jetzt einfach mal hier so ein dickes Ding. Und da kommt dann mein Kleber drauf. So, ich will nämlich diese Riemchen schon mal festkleben. Ihr tut es euch einfacher, wenn die nicht mehr wackeln. Und jetzt schmiere ich mir hier den Kleber. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. So ein bisschen hier einfach drunter. Ein bisschen andrücken.
wann ich das da rausquillt. Weil wenn der Kleber mal draußen ist, auf dem Metall, funktioniert auch der Kleberradierer nicht mehr. Das ist das Problem. Und deswegen nehme ich hier ganz vorsichtig einen Kleber. Und packe mir das hier schon hin. Dann könnt ihr auch jetzt nochmal schön ausmessen, dass ihr die richtigen Abstandflächen habt. Und genau, also so von mir als Tipp. Könnte das nebeneinander hinlegen, noch schauen, dass der ja, gleich ist und dann wird das geklebt. So, schön gerade. Und von der anderen Seite auch. Und dann noch die Zipp-2 und dann machen wir weiter. So, das ist jetzt fertig. Jetzt kann ich es mir ein bisschen übers Falzbein ziehen. Das auch gleich, wenn ihr das haben wollt, dann am besten ein bisschen die Ecken hier abknicken, links und rechts und den Boden. Dass es so ein bisschen eine Tasche wird. So. Und jetzt kann ich mir hier, weil die ja schon festkleben und ich da kein Problem mehr kriege, die hier ruhig hier aufkleben. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, das wäre so eine Art Viereck hier. Und da kommt dann hier meine Lasche. Die schließt hier mit rechts mit der Ecke, hier mit diese Ecke hier ab. So, und ich mache hier einfach ein bisschen Kleber drauf. So. Und dann setze ich mir hier das hier so hin und klebe es fest. Einfach ein paar Minuten warten. Ein paar Minuten ist gut. So, und dann mache ich das hier hinten auch. Und wenn ihr jetzt das festkleben wollt und dann auch noch die goldenen Dinge hier festkleben, also festhalten müsst und schauen müsst, wie ihr da hinkommt, dann deswegen schlage ich euch vor, klebt die ersten fest und dann kümmert euch um den Rest quasi. Viel Kleber, aber es geht noch. Genau, dann ist ein Bügel schon fertig. Genau, ich mache das jetzt mit Absicht, also ihr werdet es euch gerade gedacht haben, das ist ja falsch. Nein, es ist nicht. Also ihr könnt es so machen. Ja, ihr könnt das so machen. Es ist ganz egal. Wenn ihr das jetzt so aufkleben wollt, müsst ihr das einfach ein bisschen drehen, so nach vorne. Ja, ist ein bisschen schwieriger wie hier jetzt. Bisschen drehen nach vorne, erst den ersten, dann den zweiten und schön festkleben. Also macht es am besten auch so, dass ihr die am besten vorher schon festklebt. Genau, da müsst ihr nämlich die nicht so aufkleben, sondern beide auf einer Seite. Ein Henkel auf einer Seite, so, genau. Also wie ihr das macht, ist ganz egal. Aber ich möchte euch einfach alles zeigen, was geht, so. Sieht nämlich auch nett aus. So, genau.
Also so oder so. Hat ein bisschen was von dem Rucksack, aber es geht auch so ganz gut. Ihr könnt es auch über Kreuz, geht auch, aber da wird halt mit den Reinfüllen ein bisschen schwierig sein, genau. Also ich finde auch, wenn es in den Rucksack macht und dann über Kreuz, so Bänder, finde ich auch eine witzige Idee. Genau. Und dann hier eine Tasche. Kommt hier, also oben nicht, nur hier an der Seite. Kleber drauf. Und die setze ich dann hier mit dick auf. So, und das darf sie nicht verrutschen. So. Das hätte man auch vorher machen können. Lassen wir dabei festkleben. So, klebe ich noch hier so einen Knopf an. Sieht echt süß aus. Genau, so. Lassen wir das mal dabei trocknen, bevor wir hier weitermachen. Jetzt kommen wir zum Rucksack. So, dazu passt auch ganz gut diese Lasche und unsere 4. Bügel wieder, 4 Stück. Die sind in Champagner, habe ich schon gesagt, gell? Champagner, farbige Folie. Wenn euch die nicht gefallen, ihr sagt, nee, die gefallen mich, dann könnt ihr auch den Knopf hier und drüber vielleicht so einen kleineren Knopf nehmen und das auch als Ende hin machen. Also geht auch. Finde ich jetzt auch ganz nett. Genau, so. Genau, wir machen es aber wieder so mit denen. Ja, und wir kleben die wieder fest. Genau. Und wenn wir fertig sind, geht's weiter. So, jetzt. Also, hier sind wir fertig soweit. Genau, gefalzt einmal hier. Dann habe ich hier schon mal ein bisschen weitergemacht. Und zwar habe ich so selbst klebende Magnete. Jetzt stellt ihr euch nämlich die Frage bitte, wie weit will ich meinen Rucksack geschlossen haben? So oder gar nicht. Ja, diese Lasche ist dafür da, dass der Rucksack haltet. Bei mir zumindest jetzt. So. Genau. Und jetzt habe ich mir da rein Magnet geklebt. Und ein anderer. Wenn ihr solche Magnete habt, die aufeinander abgestimmt sind, müsst ihr wahrscheinlich 2 negative bzw. also 2 gleichpolige draufkleben, weil ihr da die weil da klebt so und da möchte ich den ja da drauf kleben und deswegen sind das 2 gleiche. Probiert es aus. So, und da kleben wir jetzt die Lasche drauf. So, die Lasche, die halt. Und dann kleben wir uns das hier hinten fest, so wie wir glauben, so wollen wir es haben. Ein bisschen weiter vielleicht nur auflassen, so vielleicht. Also hier ungefähr bei dieser Blüte klebe ich das jetzt hin.
Jetzt weiß er gerade. So, den lassen wir jetzt noch ein bisschen kleben. Genau, ich habe mir hier mal zwei so Flaschen ausgeschnitten. Die würden hier ganz gut hinpassen. Vielleicht habt ihr so ein kleines Parfüm, was ihr gerne verschenken wollt. Dann wäre das auch ein passendes Accessoire dazu. So, mal schauen zu unserer anderen Karte. Ja, klebt schon ganz gut. Karte, Box. Dann hier oben kommt noch mein Lippenstift rein. Einmal so und einmal der rosane. Genau. Dann wäre das schon fertig. Ein Spruch. Natürlich können wir hier auch noch hinkleben. Was würde denn da passen? Dass man Lippenstift sei selbst mit oder ohne Lippenstift zum Beispiel. Genau. Das hätten wir auch, wenn das in weiß wäre, könntet ihr das auch in weiß, in Kussrot stempeln auf weißen Farbkarton und dann das Ganze hier damit ausstanzen. Dann habt ihr zwar eine weiße Tasche, aber dann wäre der Spruch hier gleich drauf. Genau. Ich lasse es jetzt ohne Spruch, weil ich finde das jetzt auch so ganz schick. Könnt ihr machen. So. Dann muss unser Rucksack schon wieder fertig sein. Also, nochmal zum Magnet. Ihr klebt hier rein ein Magnet, so ungefähr einen Zentimeter nach innen. Und dann macht ihr hier auch einen Magnet. Der passt drauf. Und den könnt ihr dann mit dem oberen verbinden. So. Und dann klebt nämlich unser Rucksack ist dann zu. So. Und dann können wir jetzt in Ruhe unsere beiden Seitenteile hier auf. Und zwar da, wo man es öffnet, quasi da, wo der Magnet ist, ist vorne, logischerweise. Und beim Rucksack ist das ja eigentlich nicht so weit vorne. Also hier, dann müsste das hinten, geht es ja weiter runter quasi, ist ja logisch. Und vorn eher nicht so. Vorn lasse ich es jetzt ein bisschen weiter runter, wie unsere Flasche hier. Ich tue jetzt mein Kleber hier drauf, auf unsere Teile. So. Schau, dass unser Band hier drüber geht und ein bisschen weiter runter wie unsere Zumachlasche. Und schön gerade drücken. Genau, und dann kann ich hier ganz locker, das muss jetzt nicht richtig hier rüber gehen, das kann auch sehr locker sein, hinten noch fertig machen. So, hier auch Kleber drauf. So, dann klebe ich es gerade. Will mal gucken, ist das hier. So. Dann lasse ich es hier schön rübergehen und hinten schließt es dann gerade ab. Im Rucksack kann man auch hier gut reingehen. Zum Kleben ist das ganz praktisch. So festdrücken. Genau. Und beim anderen genauso. Hier schon Kleber drauf. Nicht zu viel. Aber nimmt's den Tombo, weil der klebt gut bei solchen Sachen. Thank you.
fest andrücken. Ja, dann das ist unser Rucksack. Die Tasche, der Rucksack. Dann habe ich hier noch einen Wimpel für euch mitgebracht. Und dieser Wimpel passt wunderbar auch zum Rucksack oder zur Tasche. Kann man hier gut festkleben. Ich habe zwar den Stamping Blend nicht, aber in diesem Fall kann man den auch ganz gut auf den Schmierplatz jetzt, so, kann man den auch ganz gut mit dem hellen, was ist das? Heideblüte. Ja, Heideblüte kolorieren. Und zwar, indem ihr einfach hier drüber fahrt. Und so habt ihr dann, könnt ihr das in jeder Farbe kolorieren, die weißen. Und dann passt das natürlich auch zu euren Taschen dazu. Oder nur halber, geht natürlich auch. Also wichtig ist hier die Fransen alle. Genau, also ich glaube, ihr habt es begriffen. Auf der Rückseite natürlich dasselbe machen. Genau, und dann könnt ihr hier das noch hingeben. Also wer Flieder nicht hat, halt die Blüte, funktioniert auch ganz gut. Genau, oder hier in Olivgrün, also. Genau. So, und dann wollte ich euch noch den Lippenstift zeigen. Den stempeln wir uns am besten mit Memento, weil wir den Aquapainter benutzen. Memento Stays On ist gut für den Aquapainter. Voilà. Muss ich dann nochmal festkleben alles. So, und wir nehmen uns den Lippenstift. Klassik-Stempelset, das heißt, wir brauchen unsere Stempel- und Perforiermatte. Genau, und einen flüsterweißen Farbkarton und dann kann es auch schon losgehen. So, gestempelt habe ich ihn schon. Bisschen noch warten, bis das gescheit getrocknet ist. Ich habe jetzt vom Papier her flüsterweiß genommen, aber extra stark, weil wir arbeiten ja mit dem Aquapainter. Ihr könnt natürlich auch Aquarellpapier nehmen oder das Seidenglaspapier. Dann glitzert der Lippenstift sogar noch ein bisschen, was ich auch sehr schön finde. Genau. Oder ihr geht danach einfach mit einem Wink auf Stella Glitzerstift drüber. Könnt ihr auch machen. Genau. Was wir für Farben verwenden. Also ich verwende auf alle Fälle mal Schiefergrau. Und hier vorne möchte ich jetzt schönes Glutrot. Und für hinten benutze ich ein bisschen dunkleren Ton. Benutzen wir Mellow. Genau. Ja, ich muss mich da ein bisschen an die Lippenstifte in die Drogeriemärkte orientieren. Und die sind meistens hier auch Glutrot oder Rosa oder. Das ist aber ganz egal. Und hier oben mache ich ein bisschen dunkler, genauso wie hier. So, mein Lichtschatten kommt von hier, von der Seite, weil hier dieser Strich ist, der Schatten. Deswegen kommt alles Licht von der Seite. Und hier ist dunkler. Mehr Wasser.
Das hier ist bei mir auch noch grau. Wie gesagt, hier habe ich viel Farbe. Hier fange ich mit den Pinselstrichen einfach an und dann arbeite ich mich ein bisschen vor. Also, ja, mehr braucht es gar nicht. Dann kommen wir zu unserem Hinterteil sozusagen. So, muss man hier Wasser auftragen. Dann fange ich hinten wieder an, beziehungsweise hier oben. Dann hier benutze ich weniger Wasser. Die dunklere Farbe kommt hier oben, weil das die benutzte Stelle ist. So. Und dann benutze ich mehr Wasser für hier unten. Hier hinten habe ich wieder meinen Schatten lang gezogen. Also er muss nicht ganz ausgemalt sein, er kann ruhig so ein bisschen weiße Flecken enthalten, sage ich mal. So. Genau, also so. Könnt ihr es machen? Gut, ich gebe es zu. Meloro passt jetzt nicht gerade gut zu Blutrot, aber das ist jetzt dahingestellt. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Genau, dann könnt ihr ihn natürlich entweder ausschneiden oder ausstanzen, wenn ihr die Stanzformen habt. So. Dann viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen, Nachbasteln. Bei Fragen stehe ich euch jederzeit zur Verfügung. Ich blende euch meine E-Mail, meine Internetseite nach dem Video ein. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Eure Verena von Stampin' Kreativ. Servus und bis bald.